could that have been before, in my memory? It wasn't Kairi, but another girl? Maybe, I think her name was... Sora! Let's go! You want to find Riko and the kid, don't you? Sure. Man, was right on the tip of my tongue. Ja, willkommen zurück zu Kingdom Hearts Return of Memories. Ja, Sora erinnert sich an ein Mädchen, an das er sich gar nicht erinnern sollte. Sie saß schon immer hier im Schloss, soweit ich das noch weiß. I remember. Huh? There was another girl. What? A girl? Where? No. I mean on the islands where I used to live. Besides Kairi and Riku, there was one other girl I was friends with. The four of us played together all the time. Sora, seems to me that's the first time you've mentioned her. Yeah. I guess I forgot all about her. I think... she just suddenly went away when I was still really little. What do you think makes you remember that now? I'm not sure, but it's been coming back in pieces as we go through the castle. Gorse, do you remember her name? I don't remember. I feel kind of dumb. We said we weren't gonna forget our friends, and well, now I can't even remember her name. Sora! Oh, you shouldn't be worrying none. If it's been coming back to you in pieces, you're sure to remember her name just like everything else. Aber so funktionieren Erinnerungen nicht. So funktionieren Erinnerungen ganz und gar nicht. Man erinnert sich nicht einfach Stück für Stück für Stück wie so ein Ladebalken. Man erinnert sich mal hier und da und überall etwas oder komplett. Aber nicht so Stück für Stück, so ladebalkenmäßig immer kompletter. So, Monzo ist das nächste Land und Monzo ist bescheuert. Aber ich kann schon was Positives sagen. Wir sehen den herzlosen Boss in diesem Part relativ früh. Aber ich glaube, diesmal kommt er noch nicht vor. Zum Glück haben wir dieses verwirrende Bauchsystem hier nicht. Hier ist alles elastisch und weich. Eine Hüpfburg! So, ja, jetzt triggert Pinocchio total den Jiminy. Und ja, Gewissen und so und oh. Diese Geschichte mit Jiminy und Pinocchio habe ich noch nie ganz toll gefunden. Ja, um ehrlich zu sein, Kingdom Hearts 1 wurdet ihr gefressen. Dass ihr das überhaupt überlebt hat, ist schon ein Wunder. Naja, Pinocchio führt sie erstmal zu Geppetto, aber um dahin zu kommen, müssen wir sehr wahrscheinlich wieder sehr viele Herzlose kloppen. In Monzo kann man nicht mal halb so viel farmen wie in Agrabah. Um genau zu sein, in Monzo kann man eigentlich gar nichts farmen, außer Wunschgestirn und Zeitmagie. Ja, ich glaube, das ist es in etwa. Das ist fast alles, was man hier farmen kann.
Und auch hier sind wieder Turbopopper. Die haben hier nichts zu suchen. Aber hier kommen diesmal auch Geister vor. Wie immer zeige ich erstmal die ersten paar Formationen an Herzlosen. Danach wird gecuttert, gecuttert, gecuttert. Und das ist der Grund, weshalb die Parts immer so lange brauchen. Weil ich, um 20 Minuten Video zu haben, ungefähr 2,5 Stunden nur Gekämpfe rauscutten muss. Ich laufe manchmal nur 10 Sekunden oder was rum, hab den nächsten Herzlosen an der Backe. Das ist nicht nur furchtbar nervig, sondern auch nicht besonders hilfreich. Und ich will fucking Pluto endlich mal haben. Ich weiß genau, im PlayStation 2 Original konnte man den haben, wenn man in die Arena des Olymp ging. Aber ich weiß nicht, ab welchem Punkt genau. Und das wundert mich immer mehr. Gut, hier gibt es noch ein besonderes Item, nämlich diese Uhren. Die können Herzlose in der Umgebung einfrieren für kurze Zeit. Die machen sowas wie Stoppmagie. Es ist hilfreich, funktioniert aber nicht immer. Eine coole Idee, die einfach nicht weiter ausprobiert wurde, die nicht weiter auskonzipiert wurde. Aber nur ein kleines Gimmick, das kaum funktioniert. Das ist schade. So, ich versuche meine Würfe mal so anzuordnen, dass ich nach Möglichkeit alles treffe, aber es kommt darauf an, was Sora anvisiert. Ob er es leicht anvisiert oder richtig anvisiert hat, ist scheißegal. Wenn er es anvisiert hat, schmeißt er in genau die Richtung, nicht unbedingt in den gewollten Winkel. Das war in Kingdom Hearts 1 ein bisschen besser gelöst. Da hat man einfach gerade ausgeschmissen, es sei denn, man hat anvisiert. So, ich bin mir nicht sicher, wie gut Furienschuss in diesem Kampf hier funktionieren wird, aber es trifft die Geister und das ist schön. Turbopop ist aber nur noch der letzte Sack, der lebt. Jetzt habe ich sogar die Karte gekriegt. Ich weiß nicht genau, was sie macht. Ich glaube, ich gucke es jetzt eh nach. Zumal ich eh Micromanaging betreibe hier. Na gut. Stockkarten-Set im Laufen nach. Das ist nicht mal schlecht. Eine tolle Fähigkeit, die 30 Punkte kostet. Die ich nicht habe. Ja doch, ich hab sie. Und damit ist mein Deck wieder voll. Wieder keinen Platz für gute Sachen. Also für andere gute Sachen. Allein der Fakt, dass es hier Türen gibt, anstatt dieser Löcher, die man im Kingdom Hearts 1 hatte. Oh Gott, Herzlose, Herzlose, Herzlose. Endlich ist der Schatten durch weg. Du sollst nicht die Plattform angreifen, sondern das Holz. Gut so. Ja, ich möchte Herzlose eigentlich vermeiden, aber hinterher muss ich mir auch denken, da muss ich trotzdem farmen. Farmen, farmen, farmen. Geh da weg, Schatten. Lurch, verpiss dich. Du läufst jetzt. Ja, der lief ja mehr oder weniger Streif, also. Habe ich einfach. Ich glaube, in irgendeiner Welt sollte ich mal den kompletten Durchlauf aufzeichnen und dann einfach mal so aufzählen, wie viele Kämpfe ich eigentlich habe. Und dann pro Kampf eine pauschale Minutenzahl reinschmeißen. Ja, da habe ich einen Jump Cut gemacht, weil ich habe den Raum halt leer gefarmt. Da ist nun wirklich nichts Spannendes bei. Immer gescheite Raumkarten raussuchen. Raumkarten, mit denen ihr was anfangen könnt. Stunde ist Chemikas, hätte mir nichts gebracht, weil ich selten irgendwelche Items benutze. Ich meine, okay, Potion, High Potion kommt sowieso immer vor, aber die haben so hohe Stats, dass ich keinen Boost brauche. Ah ja, abfarmen und dann Herzlose kloppen, wenn sie auftauchen.
Nein, er hat mich berührt, bevor die Karte aufgetaucht. Das ist so nervig. Das passiert leider viel zu häufig. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Herzlosen in diesem Spiel einfach nur hasse. Aber ja, ich glaube jeden Einzelnen, damit ich in Ruhe farmen kann. Das ist das Unspannendste, was man machen kann in Kingdom Hearts Region of Memories. Aber auch das Einzige, was einem irgendwie gute Karten einbringen kann. Abgesehen vom Mogri-Shop. Und selbst wenn man bei dem dann Punkte haben will, muss man entweder in Agrabah gehen und die Punkte farmen. Oder man muss halt Karten suchen, die einschmelzen und auf die Art und Weise Punkte grinden. Beschissene Angelegenheit. Ich wünsche keinem, dieses Spiel wirklich durchzuspielen. Guckt euch ein Let's Play oder ein Walkthrough an. Weil im Grunde genommen ist es so langweilig, dass sich selber durchzuspielen eigentlich gar nicht lohnt. Es sei denn, ihr seid wirklich auf diese PlayStation-Trophäen scharf. So, es gibt ein paar Säuredrüsen, die muss man bekämpfen. Dann gibt es ein paar... Keine Ahnung, wie die Herzlose mich da verfehlen konnte, aber egal. Dann gibt es noch ein paar... komische Dinger wie das da, die einhauen können. Die knüpfen einem Muckelpunkte ab, wenn sie treffen. Okay, wo kam der Herzlose jetzt her? Natürlich ist es Eichanamid. Und ja, diese komischen Häutchen, auf die man springen kann, gibt's auch. Ich weiß nicht mehr, welche Karte ich hier benutzt habe, aber ich weiß auf jeden Fall, ich habe irgendwas benutzt, damit diese dumme Tür endlich aufgeht. Ja, ich habe echt eine Weile gesucht, wie ich sehe. Aber gut, ist der erste Schlag halt stark. Und jetzt geht's weiter mit dem Gekloppe und Gefarme. Wow, ich hab da echt noch getroffen. Ich habe echt zu deinen Ärger gedacht, dass der Herzlose mich erwischt. Außerdem, die Leitern sind doch geil gestaltet, hä? Da will man dran hochklettern. Ein Schwert! Und das ist ein Königsanhänger. Ein Vierer sogar noch. Nur ein Vierer. Me don't likey. But me nicht verzweifle. Mine im... Sora. Weißt du, der visiert einen Gegenstand an, den er gar nicht kaputt schlagen kann. Oh, oh, gleich zwei Karten. Oh, und das ist, glaube ich, beides wieder. Ah, ne, eine Nuller Gravitas. Komm schon, Spiel. Kannst du mir nichts Besseres geben? Warum müssen diese seltenen Magiekarten eigentlich immer so beschissene Werte haben? Ich meine, mit Null kann man schon was anfangen, weil... kann man wenigstens was kontern damit, aber ansonsten... Schattenlöcher sind ein aufdringliches, kleines, mystisches Volk. Und da knüpft das Ding mal eben ein paar hundert Muggelpunkte ab. Das ist... gemein. Ich meine, ich habe viele. Das weiß ich. Man muss denen nicht so nahe kommen, damit man sie wieder einsackt, aber trotzdem. Es ist eine Frechheit. Bleiben aber relativ lange liegen.
Ich war selbst überrascht. Ich habe gedacht, ab hier sind sie schon verschwunden. Und sind sie jetzt auch. Mistdinger, echt. Und wenn ich nicht viel sagen, liegt es einfach daran, dass mir nichts dazu einfällt. Es sind aber viel zu viele beschissene Herzlose. Ich glaube, in den nächsten Welten cutte ich das Kämpfen komplett raus und beschränke mich nur auf die Story der Welt. Weil das Kämpfen ist der reinste Filler. Ich werde dann nicht mehr zeigen, wie ich die Räume abgrase. Ich werde dann einfach prügeln und klopfen, wie ein dämlicher Walkthrough, weil das wahrscheinlich immer noch spannender ist, als mir zuzusehen, wie ich 20.000 Kämpfe rauscutte. Das meine ich. Die Uhr hat nicht funktioniert. Zumindest nicht auf den Schatten durch. Na, müssen die so tief fallen? Das ist gemein. Aber was die Mogelpunkte angeht, ich kann euch versprechen, am Ende dieses Parts suche ich einen Mogelraum auf. Ich kann euch aber auch versprechen, der wird nicht einfach gecuttet, sondern wird einfach mal flott gemacht. Weil ich die Funktion von Sony Vegas erstmal suchen musste. Und da wartet noch nicht zu viel von Sony Vegas und mir. Ich muss mich erstmal in das Programm einfinden. Effekte zu nutzen ist in anderen Programmen deutlich einfacher. Gott, ich habe 4 von den Dreierkarten. Wird echt Zeit, dass ich mal da reingehe. Und 1 und 2 und... Naja, okay, ich sag dann schon mal bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts Region of Memories. Ah, dieses Spiel ist so grindig, so... Also das Spiel tut alles, damit man eine Weile beschäftigt ist. Es tut nur nichts, wie sagt man, Spannendes dafür. Also bis dann.